Warentest, Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet. Und ich bin in einem gelben Kasten angekommen. Äußerlich anzuwendende Arzneimittel. Der befindet sich im Kapitel Haut, Haare, im Abschnitt aktinische Keratose und beendet damit den Abschnitt. Es geht dann weiter mit bakterieller Hautinfektion. So. Äußerlich anzuwendende Arzneimittel. Hautkrankheiten werden meist äußerlich behandelt mit Gel, Schüttelmixtur, Lotion, Creme, Salbe oder Fettsalbe. In der genannten Reihenfolge steigt der Fettgehalt an und der Wassergehalt nimmt ab. Pasten enthalten zusätzlich Fettstoffe wie schwerlösliche Salze, Pulver oder Puder. Wasserreiche Zubereitungen wie Gele trocknen die Haut aus und kühlen, indem sie das Wasser verdunstet. Eine Schüttelmixtur enthält feste, in der Flüssigkeit nicht lösliche Bestandteile, zum Beispiel Zinkoxid. Die Feststoffe müssen vor Gebrauch aufgeschüttelt werden. Wenn der Wasseranteil nicht auf der Haut verdunstet, bleibt eine pudrige Schicht zurück, die leicht austrocknend und kühlend wirkt. Eine Schüttelmixtur enthält feste, in der Flüssigkeit nicht lösliche Bestandteile, zum Beispiel Zinkoxid. Die Feststoffe müssen vor Gebrauch aufgeschüttelt werden. Wenn der Wasseranteil auf der Haut verdunstet, bleibt eine pudrige Schicht zurück, die leicht austrocknend und kühlend wirkt. Lotion gibt es in zwei Formen, als Wasser in Öl oder als Öl in Wasseremulsion. Je nachdem, ob der wässrige oder der ölige Anteil die äußere Phase bildet. Ist die Emulsion für besonders trockene Haut gedacht, sollte eine Wasser-in-Öl-Emulsion mit einem höheren Fettanteil verwendet werden. Bei solchen Emulsionen kann der Wasseranteil nicht verdunsten, weil hier das Fett die äußere Phase bildet. Noch mehr Fett steckt in einer Creme, Salbe oder Fettsalbe. Pasten sind in Abhängigkeit von ihrem Gehalt an Feststoffen mehr oder weniger gut verstreichbar. Sie bilden eine schützende, weiße, undurchsichtige Schicht auf der Haut. Welche Zubereitung sich am besten eignet, hängt davon ab, ob und wie die Haut geschädigt ist. Auf akute, nässende Ekzeme und Entzündungen sollte nur wässrige Lösung oder Schüttelmixturen aufgebracht werden. Auf akute, nässende Ekzeme oder Entzündungen sollten nur wässrige Lösungen oder Schüttelmixturen aufgebracht werden. Trockene Haut dagegen wird eher mit Creme oder Salbe behandelt, um ihr Fett und damit Feuchtigkeit zuzuführen. Salben haften gut an der Haut und wirken lange ein, bilden aber oft eine unangenehm fettige Schicht. Cremes ziehen schnell ein und wirken kürzer. Das sollte man bei der Anwendung berücksichtigen und Cremes eher tagsüber, Salben dagegen vorwiegend abends auftragen. So, das war's zu äußerlich anzuwendenden Arzneimitteln im Kapitel Haut und Haare oder Haut, Haare von Medikamente im Test, der Stiftung Warentest, geht es dann weiter mit bakterieller Hautinfektion. Danach kommt der Fußpilz. Die Gürtelrose. Oh, das ist ein ziemlich langes Kapitel. Gürtelrose. Haarausfall. Bin ich auch von betroffen, sieht man hier. Hühneraugen. Krebse. Läusebefall. Lippenherpes, Nagelpilz,
Neurodermitis und andere Ekzeme, Rosacea, Schuppenflechte, Sonnenbrand, Warzen, Wunden und dann geht es weiter mit den Augen. Das Ganze geht noch bis 96, ich bin bei 30, also bis dem.